das Kleeblatt führt. Ja, wir sind jetzt wirklich angekommen. Die paar Kilometer sind wir jetzt rübergefahren. Nach Fürth haben die erste Chance hier auch sofort. Wollen wir sofort das Stadion erobern. Kiyotake passt zu Packard, da statt selbst zu schießen. Ja, der großgewachsene Tscheche aber verzieht, überhastet. Jetzt die Fürther zum ersten Mal vorne. Edu, ausgeliehen von Schalke. Der war ja auch schon überall. Der war, glaube ich, schon bei Bochum und dann irgendwo in China ist er rumgehampelt. Wir spielen mit flachen Flanken, genau. Das hat sich ja bewährt, dass wir das so machen. Obwohl Packard groß ist und eigentlich kopfballstark sein sollte. Wieder die Fürther jetzt. Ja, die wollen hier wahrscheinlich die schlechte Leistung der letzten Wochen vergessen machen. Natürlich, Motivation brauchst du hier keine. Ich sag mal Konzentration. Weil das Derby ist halt, ja, Motivation genug. Ja, Kiyotake mit dem zweiten Tor in einer Woche gegen Bayern. Stadion sagt hier gar nichts. Kiyotake mit dem zweiten Tor nach den Bayern zieht er auch hier sich in die Torliga-Liste ein. Oder trägt sich ein, wie man auch mal sagt. Gebhardt zieht von rechts Mitte nach in die Mitte und setzt Kiyotake ein, der im Abseits steht. Ja, der im Kurve den Torwart Max Grün und schiebt ein. Jetzt gelbe Karte für Timmy Simmons, der dann schnell einen Konter vereitelt hat. Der Fürther, ich muss mal in die Taktik gehen, dass er da mit den Tacklings ein bisschen runtergeht. 35%, ja, müsste eigentlich passen. Ich mag keine gelben Karten, vor allem nicht von den Defensivspielern, weil da hast du so schnell dann mal eine gelb-rote an der Backe kleben. Ja, das Spiel dümpelt jetzt so ein bisschen vor sich hin, würde ich sagen. Beide Mannschaften wollen hier nicht mehr so richtig. Jetzt die Fürther nochmal, das ist eine gute Möglichkeit. Ja, es klappt aber nicht. Plattenhardt wird da von Edu vernascht. Edu spielt auf Nöte. Ja, der Schäfer hat aufgepasst. Steht weiter 0:1. Das ist ja auch bei Bergi so. Übrigens mal schönen Gruß nochmal rüberschicken. Dass du meistens dir gegen die schwachen Teams dann wirklich die Hacken abläufst und da peinliche Ergebnisse holst, obwohl du vorher dermaßen die Topspiele da souverän gewonnen hast. Das heute könnte auch so ein Spiel werden. Jetzt wieder führt kurz vor der Halbzeit. Ja, das ist immer gefährlich mit Edu. Ich glaube, da müssen wir was machen. Vielleicht mal irgendeinen Kettenhund auf ihn ansetzen. Ja, das Spiel in Halbzeit. Das Spiel wird beendet. Raphael Schäfer, bester Mann auf dem Platz. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, jetzt auf keinen Fall nachlassen. Das ist genau das, was ich sagen will. Weil die Fürther jetzt wirklich eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Die können jetzt da echt draufgehen wie die Berserker. Derby halt. Na, ich habe Blödsinn erzählt. Nielsen war der beste Mann auf dem Platz. Habe ich gar nicht so einen Blick gehabt auf den ersten Blick. Ja, motivieren wir mal die ganze Defensive. Weil da muss es jetzt wirklich halten. Ein Tor haben wir gemacht vorne. Es ist ja so gewesen, dass wir in der Saison oft mal das frühe Tor geschossen haben. Und dann haben wir uns dann aber wieder abkochen lassen und das Ding dann verspielt. Timmy Simmons. Er ist eigentlich ein souveräner Spieler, der müsste eigentlich wissen, worauf es ankommt. Also der wird sich, glaube ich, jetzt da keine blöde Karte abholen. Ich würde ihn dann gerne laufen lassen. Gucken wir mal in die Taktik. Vielleicht den Einsatz ein bisschen erhöhen. Ja, gehen wir mal auf 69%. Das Konterspiel können wir so anlaufen lassen. Ich stelle die ab ein bisschen nach hinten. Das Pressing können wir so beibehalten. Das ist schon okay. Ich versuche mal gegen Fürth die Flanken ein bisschen zu erhöhen nochmal. Dass wir die, ja, dass wir die nochmal hochspielen. Ich will mal gucken, ob der Packard immer noch keine Kopfbälle kann. So, da sind die Anweisungen. Vorstöße, Flankenhäufigkeit, Tacklings verboten für Simmons. Der darf jetzt überhaupt nichts mehr. Der darf einfach nur noch da stehen. Laufwege. Vergleich. Nöte. Ja, der Edu, der ist, habe ich schon in Manndeckung genommen. Kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich vergesse ja immer irgendwas. Durch Simmons, das würde ich dann gerne mal weglassen, weil, ja, was soll man sagen? Der ist halt schon gelb vorbelastet. Wir setzen das jetzt mal, die Sonderbewachung insgesamt mal auf Edu, weil wahrscheinlich macht der Nöte gleich das Ding. Aber Edu war der gefährlichste jetzt überhaupt von den Fürthern. So, lassen wir das mal so weiterlaufen. Eingeplant habe ich auf jeden Fall, den guten S-Wein gleich für Polter in den Sturm zu setzen. Je nachdem, wie es aussieht, ob Plattenhardt sich da gut behaupten kann. Vielleicht Pinola. Und dann den letzten Wechsel mal schauen. Vielleicht da nochmal Zeit von der Uhr nehmen. So, ich sage jetzt einfach nochmal Konzentration, weil es kommen wieder die Fürther. Die kommen super aus der Halbzeit und machen das Ding, wenn jetzt der Nöte ist. Ja, der eben. Da kannst du machen, was du willst. Erstmal komplette
Manndeckung von Simmons, dann Manndeckung durchs ganze Team. Und was macht er? 46. durch die Beine von Chandler. Schäfer kann nur abklatschen. Ja gut, der soll mal vorspielen. Simmons ruhig mal vorkloppen. Es gibt eine Chance für uns. Es gibt eine gute Chance. Wir legen sofort nach. Was eine klasse Moral der Truppe. Und es ist schon wieder Kiyotake. Simmons scheint jetzt hier aufzublühen. Nachdem ich ihm da dem Edu vom Hals geschafft habe. Und das ist natürlich sehr bitter. Also bitterer kannst du, glaube ich, hier das Spiel nicht wieder aus der Hand geben. Die haben in der 46. kurz nach der Halbzeit wirklich... die sind heiß und schießen den Ausgleich. Und dann kommen wir einfach mit dem langen Ball nach vorne. Kloppen das dahin und dann steht es 2-1. Jetzt haben wir die nächste gute Chance. Sehr gute Chance. 3-1. Fantastisch, Jungs. Timo Gebhardt, von ihm habe ich ja immer mehr gehofft, dass der einfach mal so langsam explodiert und scheint so zu sein hier im Spiel zumindest. Peckhardt muss eigentlich nur noch einschieben, spielt aber mannschaftsdienlich ab auf Gebhardt, der sofort schießt und in die flache Ecke verwandelt. Wieder wir. Gute Chance. Na, da wäre fast das 4-1 gewesen. Also wir haben jetzt hier klasse nachgelegt, deswegen würde ich auch gerne jetzt mal Timmy Simmons vom Platz nehmen. Einfach darum, weil er die gelbe Karte hat, hat das Tor vorbereitet, das 2-1, wichtiger Moment und er darf jetzt einfach rausgehen. Wir können es nicht leisten, wenn er jetzt gelb-rot bekommt, dann ist er gegen Hoffenheim gesperrt und ich, ihn brauchen wir einfach. Er ist so wichtig fürs Spiel. So, was habe ich gesagt? 58. Erster Wechsel, ich denke mal, das belassen wir da erstmal dabei. Auf Konter spielen wir ja, wie gesagt, das ist immer gut. Wir sind auch eine absolute Kontermannschaft, muss ich einfach sagen. Da kommt jetzt Balic für Simmons. Ich habe natürlich jetzt vergessen, dem das Tackling wieder zu erlauben. Der soll jetzt mal richtig da reinhauen. Darf's ja. Er fliegt ja nicht sofort vom Platz, wenn er da mal irgendwie ein bisschen grober da einen anpackt. Ja. Erster Wechsel. Stadion ausverkauft von Fürth. Tabellen 15. Jetzt kommt Soltan Stieber für Sararea, der eigentlich mit der beste Spieler von Fürth, würde ich mal sagen, im Offensivbereich ist. Ja, Chibi Fall, der ist gefährlich. Also den habe ich schon oft irgendwie gesehen, dass der Tore schießt, wenn der ins Spiel kommt. Deshalb muss ich mal schauen, ob ich da ihm jemanden auf die Füße stelle. Also vor dem habe ich wirklich Respekt. Na, der Balic. Der sieht doch schon so aus, als ob er gefährlich wäre. Ja, jetzt wieder die Fürther. Ja, das wäre nochmal bitter gewesen. Wenn die jetzt hier rangekommen wären, dann wären die richtig durchs Publikum angepeitscht worden. Wir müssen den nächsten Wechsel vollführen. Peckhardt mit einer 3,5. Das kann sich heute nicht so wirklich in Szene setzen. So, ich schau mal, was ist der S-Wein? Der soll jetzt Sturmtank sein, genau. Und Laufwege sind ja klar. Der kann sich auch ruhig ein bisschen nach hinten anbieten. Der ist ja noch frisch und schnell. Ja, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte zu den Anweisungen. Vorstöße, klar. Das kann ich ein bisschen jetzt die Positionstreue nach oben verschieben. Man muss ja nicht ganz nur da vorne rumstehen. So, Tacklings ist klar, Vorstöße. Der soll auch einfach mal dribbeln. Kann ja nie schlecht sein. Wer das kann, ne? Ja. Den letzten Wechsel, den sparen wir uns dann auf. Ich denke mal so, 85. kommt dann nochmal Pinola für und unseren guten Plattenhardt. So, ich sag mal, weiter so. Ich habe da nichts zu bemängeln. Na klar, die hätten jetzt 3-2 machen können. Herr Fall hat da knapp am Kasten vorbeigeschossen. Der wäre es doch fast schon wieder so weit gewesen. Jetzt kommt noch der Asamoah ins Spiel. Na, hier steht gerade die Körpersprache der Kleeblätter, zeigt, dass sie hier nicht mehr viel reißen werden. Nächste Chance für uns. Na, Gebhardt geht da am Strafraum zu Boden. Einmal kurz davor, einmal auf der Linie. Ja, der Schiedsrichter lässt da aber jeweils weiterlaufen. So, letzter Wechsel. Die führt da jetzt nochmal 2-3. Ich sehe es schon hier oben. Da haben wir uns das Leben jetzt wirklich unnötig schwer gemacht. Ich muss jetzt hier einfach auf Zeit spielen. Einsatz nach oben donnern. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass die Fürther da nochmal so nachkommen, weil es vorher auch da stand. Es stand ja wirklich so da, dass die nicht mehr viel reißen werden. Das ärgert mich jetzt wirklich. Der Thanos Petzos von Stieber, vom Eingewechselten, bekommt hier die Vorlage. Sehenswerte Kombination. Stieber leitet den Ball weiter auf Petzos. Aus 22 Metern über Raphael Schäfer.
war noch gegen, naja, der war hier in der ersten Halbzeit der zweitbeste Mann hinter Per Nilsson. Da hat er sich einen Lapsus erlaubt. Jetzt hier, ob wir wieder nachlegen können. Mal schauen. Na, super Chance. Wir können es nicht. Wir kommen bis zum Strafraum. War es ein stark vorgetragener Angriff. Kiyotake muss nur noch einschieben. Der spielt auf S-Wein und der steht im Absatz. Junge, 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 Junge. Ja, Kiyotake, hättest du das Ding nochmal selber gemacht. Vielleicht holen wir die jetzt hier so ins Spiel zurück. Es wäre natürlich absolut katastrophal. Vielleicht war es wirklich mit dem Ausscheiden, sagen wir mal, von Timmy Simmons, dass einfach da hinten in der Defensive die Ordnung nicht mehr so da war. Aber wir haben Glück, wir haben das Ding noch über die Zeit gebracht. Puh. Knappes Spiel. Knapper, als ich mir es eigentlich gedacht hätte nach dem 3:1, weil wir dann auch sofort nachgelegt haben und hatten dann Chancen zum 4:1 und so weiter. Aber dann sieht es halt so aus, wenn du die nicht machst, dann sieht es dann... Dann dreht sich das mal ganz schnell. Die Fürther kommen nochmal ran. Enges Spiel, 5 Tore, 2:3. Egal, wir gewinnen. Sind immer noch ungeschlagen. Und bevor ich jetzt hier dumm weiter quatsche, mal kurz gucken, statistikmäßig. Tja, ganz klare Sache. Also wir hatten zwar die größeren Chancen, aber die hatten insgesamt mehr als wir. Das ist absolut mal beachtlich, muss man auch mal erwähnen. Also die Mannschaft, wenn die so weiterspielen, wenn die jede Woche so spielen würden, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da unten am Ende chancenlos sind, was den Abstieg angeht. Okay, wir gehen mal weiter. Ich denke mal, das Spiel gegen Hoffenheim steht jetzt vor der Tür. Dann werde ich das so machen, dass ich jetzt nicht ein extra Video mache für den Nachbericht. Und dann, das wäre Blödsinn. Deswegen geht das so weiter jetzt. So, da sind wir auch schon. 13. Spieltag war es schon. Wir gehen jetzt wirklich rapide auf die... Winterpause zu. Wir sehen, Per Nilsson war am Ende des Spiels genauso wie in der Halbzeit der beste Spieler. Leider nicht mehr mit einer 1, sondern mit einer 2. Ja, insgesamt war keiner schlecht in der Mannschaft. Die schlechteste Note war zwar oft hier vorhanden, mit einer 3,5, aber wir haben keine 4, wir haben keine 5, wir haben nichts dabei, was irgendwie schlecht wäre, katastrophal schlecht wäre. Ja, dann war am Ende nur ein bisschen wieder die Konzentration da gefehlt. Gegen Bayern haben wir ja auch ganz spät noch das Gegentor bekommen, wo es nochmal eng wurde. Ja, ich habe vor dem Spiel gesagt, wir können das gewinnen und dann in der Halbzeit jetzt auf keinen Fall nachlassen. Haben sie auch nicht. Sie haben am Anfang dann, haben sie doch eigentlich, wenn man so will. Ja, so ein zweischneidiges Schwert. Erst haben sie einen Ausgleich kassiert, dann haben sie wieder vorgelegt auf 2 Tore Unterschied und dann haben sie am Ende nochmal wirklich das Zittern angefangen. Ja, Gebhardt hat mich wirklich überzeugt in dem Spiel. Hat auch das 3:1 geschossen. Timmy Simmons, ja, 1:0 hat Gebhardt auch noch vorbereitet, sehe ich gerade. Also der hat die Chance auf jeden Fall genutzt, auf links für S-Wein zu spielen. Von Mack haben wir nichts gesehen. Was hat er denn am Ende für eine Note? Kann ja schlechtestenfalls eine 3,5 sein. Ja, ist auch so. Ja, gut. Ist ja nicht so, dass wir da keine Alternativen hätten. Ja, es festigt sich so langsam. Wir haben jetzt 13. Spieltag, eigentlich schon fast Winterpause. Führt mit 11 Punkten auf Platz 15. Die haben da immer noch ein bisschen Luft, weil Freiburg verliert, Düsseldorf verliert und Augsburg nur unentschieden spielt. Ja, und Mainz verliert, Wolfsburg verliert auch. Also unten haben fast alle verloren. Bayern 2:1 gegen Hannover. Schalke mit dem gleichen Ergebnis gegen Frankfurt. Also Schalke, die haben sich auch wieder so ein bisschen berappelt. Die letzten beiden Spiele gewonnen, nach der übelst schlechten Serie. Wolfsburg verliert gegen Bremen. Die jetzt auch wirklich einen Lauf haben. Seit 5 Spielen nicht verloren. 4 Siege, ein Unentschieden. Ja, die Hoffenheimer, die scheinen in Form zu sein. Die haben 3:1 Leverkusen abgefertigt, die auch nur 8er sind im Moment. 4. Tabellenplatz jetzt für Hoffenheim. Also das Spiel wird ganz schwer, glaube ich. Stuttgart 1:0 gegen Freiburg, genauso wie Dortmund gegen Mainz. Augsburg, Gladbach war eine absolute lommelige Nullnummer. Ja, da ist das Spiel von uns. 2:3. Kräuter Fürth, 1. FC Nürnberg. Ja, und Düsseldorf kann sich gegen Hamburger SV da nicht durchsetzen. 0:1, die verlieren wahrscheinlich jetzt schon. Na, der Eimer haben sie unentschieden gespielt. Ich dachte, die hätten jetzt hier schon 11 Spiele in Folge verloren oder so. Gefühlt ist es fast so. Gucken wir mal in die Stimmen. Büskens, ja, er sagt, es ist so einfache Fehler machen. Das stimmt auch. Ja, Hanno Balic sagt, wir hören jetzt nicht auf mit der Saison. Ja, schade eigentlich. Können wir das Ding jetzt beenden, dann würden wir auf den 2. Platz dann in die Champions League einziehen. Absoluter Knaller. Das ist natürlich Träumerei.
ist immer noch so, dass ich gerne einen einstelligen Tabellenplatz hätte. Das wäre schon Luxus. Ja, in Hauptsache nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir müssten jetzt, ich gucke nochmal gerade nach, 27 Punkte haben. Das heißt, 13 Punkte fehlen uns nur noch. Dann haben wir das Kapitel Abstieg schon mal so quasi ja, besiegelt. Ja, 11 des Tages. Eigentlich ist es so ein bisschen konträr zu dem gegen Bayern. Da hatten wir nur den Schäfer in der Mannschaft des Tages, obwohl ich das Spiel viel höher eingeschätzt habe als jetzt gegen Fürth, wo wir uns das Ding da wirklich durchgezittert haben. Wir haben Kiyotake und Balic in der Mannschaft des Tages. Mir fehlt da so ein bisschen der Gebhardt. Mit zwei Torvorlagen. Oder hat er einen selber geschossen? Ich bin wieder ganz wir. Teams. Ja, Gebhardt hat sogar eins geschossen, einen selber gemacht. So war's. Also der fehlt mir da so ein bisschen drin. Balic, der kam ja erst nachher ins Spiel. Hat anscheinend ein gutes Spiel gemacht. So, die Teamleistung. Wir sind wieder auf Platz 5, genau wie beim Spieltag vorhin gegen die Bayern. Ja, die haben gezeigt, dass es nur ein Ausrutscher war gegen uns, die Niederlage. Haben jetzt gegen Hannover nachgelegt. Beste Spieler. Ja. Packard immer noch auf 5. Jetzt kommt Kiyotake schon langsam angeschlichen. Auf Platz 16 mit 4 Toren. Macht 2 heute, bereitet 1 vor. Also der war an allen Dingern beteiligt. Scorerpunkte von 9. Damit wäre er auch schon ziemlich weit oben, wenn man mal so will. Ja, Markus Feulner ist hier immer noch. Der robbt sich jetzt so langsam wieder an die Top 10 heran. Sehr stark. Also er ist auch so ein Überraschungsspieler. Genau wie Marcos Antonio, der leider... leider wahrscheinlich jetzt zu Hause sitzen wird mit dem dicken Turban auf dem Kopf, mit seinem Schädelbruch. Darf man natürlich nicht verharmlosen, eine starke, schwierige Verletzung, gefährliche Verletzung auf jeden Fall. 5 Monate wird er uns noch fehlen, das sehen wir hier leider wieder. Wir sind immer noch die fairste Mannschaft, zusammen mit Fürth. Also da hat ja wirklich gerade Pussy gegen Schleifchen gespielt, wenn man so will. Ja, wäre schön, wenn es am Ende vom Jahr auch noch so wäre, dass wir da oben stehen. Aber man stelle sich mal vor, Fürth ist da oben und spielt dann im nächsten Jahr als Zweitligist Europapokal, so von wegen Alemannia Aachen reloaded. Das wäre es natürlich. Frankfurt, 5 Spieltage auf dem 9. Platz mittlerweile. Er ist ein Aufsteiger, also die sind auch absolut im Soll, würde ich mal behaupten. Ja, die Reserve verliert leider schon wieder. Nach dem Unentschieden zuletzt sehen wir den Magath, der mit seiner Mannschaft auf 13 steht. 1-2, macht aber weiter auf Optimismus. Der hat da, was er in der Wirklichkeit ja auch immer gemacht hat. Hat es ja immer verteidigt, was er da, diese aufgeblähten Kadern, die er dann auf einmal immer hinterlassen hat, kann man ja sagen. Bei Schalke war es so, jetzt bei Wolfsburg auch wieder. Bin mal gespannt, wie lange er sich hier in unserem Manager-Let's Play halten wird auf seinem Stuhl. Ja, die Reserve, das ist immer so ein Hin und Her. Michael Heinloth, das ist der Rechtsverteidiger, den müssen wir auch schnellstens verlängern. Auswärts haben sie gespielt gegen Würzburger Kickers, da muss ich mal schauen, auf welchem Platz die stehen. Haben sich in der 68. da das Ding eingefangen. Statistiken, ja, 4-4, das war ausgeglichen. Ballbesitz hatten wir mehr vom Spiel, haben es anscheinend nicht über die, hinbekommen, ein Tor zu machen. Ein Gang kam, ist wirklich gefordert. Da jetzt, in den nächsten Wochen. Wir werden auf jeden Fall die zweite Mannschaft auch ins Trainingslager schicken, wenn es sich anbietet. Ihm kann ich leider nichts sagen. Was sage ich bei Balic? Er hat gut trainiert. Jetzt fehlt immer da so ein bisschen jetzt die Option, ein super letztes Spiel oder auch ihn mal zu loben einfach. Scouting abgeschlossen. Zweite Mannschaft mal gerade schauen. Ja, die stehen immer noch auf 2. Ah, das sind wir. Oh Gott, bin ich doof. Peinlich, ja. immer noch auf Platz 3 stehen die. Haben auch wirklich immer noch eine super Bilanz vorzuweisen. 4 Niederlagen natürlich schon. Ist ein bisschen viel für die Mannschaften oben, aber wo steht denn Würzburger? Ja, die stehen auf 12. Ist auch ein eher Mittelfeldmannschaft. Da kannst du auch mal gewinnen. Die A-Jugend ist natürlich klasse. Die haben jetzt aber leider verloren gegen Köln. Haben davor alles dominiert. Sind immer noch Erster. B-Jugend, ja... Tun sich einfach schwer. Da wird es auch darum gehen, die Klasse zu halten, wirklich in der ersten B-Juniorenliga zu bleiben. Ja, wir sind ein bisschen gefallen jetzt hier von der Teamdynamik-Punktzahl. Es werden wahrscheinlich die Gegentore gewesen sein, wo man nicht gegen Fürth nicht unbedingt mit rechnen konnte. Gebe im Training alles, sage ich mal, zu Lusek. So, ich denke mal, ein Gespräch haben wir noch. Ich würde mal gerne unseren guten Gangkammer wieder so ein bisschen auf die Finger hauen. Wo ist er? Wahrscheinlich ganz oben, ganz genau.
Gib im Training alles. Kann es aber nicht so rüber retten. Ja, das ist halt, dass man es jetzt auch leider diese Zahl im Negativen. Ich spreche angeblich zu wenig mit den Spielern. Frustrationen sind zwei Stück. Was ist mit ihm? Achso, er hat das Spiel verloren. Ja, das kann man natürlich nachvollziehen. Ist auch gut so, wenn er da frustriert ist. Rafael Schäfer ist Anführer. Wir haben leider einen Führungsspieler verloren. Das wird wahrscheinlich unser guter Pinola sein. Der spielt ja im Moment relativ wenig, weil wir einfach da unseren Jugendspieler jetzt haben, Marvin Plattenhardt, der an der 70 jetzt permanent kratzt. Gegen Hoffenheim werde ich das aber ändern. Da werde ich den guten Pinola wieder von Anfang an ins Spiel setzen. Mack muss nochmal raus. Der war einfach jetzt nicht so überragend. Gegen Bayern auch schon nicht. Da hat er noch von seiner Form gelebt. Jetzt einfach konnte das da nicht bestätigen. Er bleibt aber auf der Bank. Wir müssen mal schauen, was wir mit dem Polter machen. Der hat jetzt die letzten Spiele überhaupt nicht gespielt, aber bietet sich auch nicht an. Peckert hat es auch super gemacht. Hat ja die Tore geschossen. Noch und nöcher die letzten Wochen. Da kommst du natürlich dann auch schwer vorbei, wenn du mit einem Stürmer spielst, wenn dann einer so aufdreht. Ja, ansonsten, Hanno Balic hat natürlich das letzte Spiel gut gemacht, war in der Mannschaft des Tages, aber man sieht's ja. Vollner, Simmons, da ist einfach im Moment nicht vorbeizukommen. Ich muss mir die Taktik ein bisschen anpassen wieder. Gegen Hoffenheim spielen wir, glaube ich, ein bisschen mehr, ein bisschen einsatzfreudiger. Abwehr ein bisschen zurückstellen, das ist, wir spielen zu Hause. Müssen wir trotzdem ein bisschen natürlich versuchen, dass wir da die spielbestimmende Mannschaft sind. Weil die sind auch so eine Mannschaft, wenn die einmal rollen, dann hast du es schwer. So, ich gehe mal ein bisschen nach vorne. Ist ja nicht lange, ist ja jetzt schon die nächsten Tage, Dienstag, Mittwoch, kommt ja das Spiel schon gegen die... von Schalke habe ich den geholt. Mir war es doch nicht mehr eingefallen. Ich habe es aber länger nicht aufgenommen. Es war bestimmt eine halbe Woche oder 4, 5 Tage. Da vergisst man das schneller schon mal. Aber der ist wirklich gut, der Junge. Müssen wir auf jeden Fall aufbauen. Den werden wir dann auch mal schauen. 16 Jahre, vielleicht kann der nächste Saison schon in der zweiten spielen. Manninger zum FC Augsburg, das haben wir auch in der Wirklichkeit jetzt gesehen. Der stand jetzt auch zuletzt im Tor. So. Ja, ansonsten noch irgendjemand. Der Emil. Der Emil geht zu Hansa Rostock. Meine Trainer sind nur ausländische im Moment so im Fokus. Und ich sehe es schon wieder. Die guten Queen's Park Rangers lassen einfach nicht locker bei dem Torwart. 150.000, also da bist du ja bald schon bei einem normalen Transfer. Das hat ja schon mit Jugend nichts mehr zu tun eigentlich. Aber ich will den jetzt sehen. Ich will jetzt sehen, wie gut der Junge ist. Das muss ich jetzt einfach sehen. So, ja, die Teamdynamik ist wieder schön nach oben gegangen. Wir haben jetzt hier wieder Gespräche. Die geht auch wieder ein bisschen hoch. Wir müssen mal jetzt mal schauen, dass wir die Jungs hier wieder ein bisschen motivieren. Johann Kirschbaum, der hat im Moment leider auch nichts zu melden. Seinen schwachen Fuß trainiert. Andi Mönius ist auch zu schwach. Bin da 47 einfach. Er ist eigentlich auch eher mit dem tollen Namen. Ist eigentlich auch nicht so Material, das, was du da jetzt brauchst. Stefan Dettjens, das war ja der vom Probetrainingtag, der soll mal körperlich ein bisschen zulegen. So, die Gespräche müssen jetzt erstmal reichen, weil wir haben jetzt zwei Spiele, wo wir ja wahrscheinlich noch Jungs loben müssen, beziehungsweise motivieren müssen. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Erste Mannschaft muss ich überhaupt nichts sagen. Er hat ja gesehen, wie top die im Moment wieder drauf sind. So, Zweiter gegen Vierter. Erster FC Nürnberg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ein Spitzenspiel jagt hier das nächste. Erst Bayern-Derby, Spitzenspiel der Bundesliga, dann Franken-Derby gegen die Fürther und jetzt Zweiter gegen Vierter. Und danach Leverkusen, ja gut, die sind im Moment Achter, aber das ist natürlich auch eine Top-Mannschaft. So, Geburtstagsfeier eines Onkels, größte Fanclub des Vereins, ja, mehr muss ich gar nicht gucken. Ich meine, die Olli, die ist ja sowieso ständig gut gelaunt, sieht man jetzt auch wieder. Also die kann man wahrscheinlich den ganzen Tag ins Badezimmer setzen oder sonst wohin mit einem Wollknäuel in der Hand und strickt die dann den ganzen Tag, da ist die glücklich. Ich sollte noch jemanden scouten. War das der? Fällt mir gerade ein, kann ich noch vorher machen. Zuma.
Such mal. Wahrscheinlich der Kurt. Warum heißt ein Franzose Kurt? Er sieht doch nicht unbedingt so aus, als ob er da irgendwie deutsche Vorfahren hätte. Na, es wird hier mit einer 80 bewertet. 5 war Scouting bis jetzt. Ich kann natürlich mal, ich nehme ihn ins Blickfeld auf. Scouten mal den Herrn mal. Nächsten Gegner beobachten brauchen wir nicht. Das haben wir jetzt schon. Die Führer, da müsste der Kerl normalerweise schon fertig sein mit. Der soll mal den Zoomer beobachten. Infrastruktur muss ich mal schauen. Da ist irgendwas. Wir können doch noch hier was ausbauen. Habe ich jetzt ganz verpennt. Wieder mal mein. Also da bin ich wirklich absolut drauf fokussiert auf dieses Schulungszentrum. So, dann haben wir das auch wieder laufen. Das Bürogebäude vielleicht danach, wenn wir hier mit den Jugendinternat fertig sind, dann haben wir die beide auf Stufe 6 schon mal stehen. Das ist schon mal klasse. Gut, haben wir die Baustelle auch abgearbeitet. Wusste ich jetzt gar nicht, dass da was ausgelaufen war. Habe ich bestimmt wieder übersehen. Ja, Braun Forbes, der war schon mal über einer 60 vor dem letzten Spiel, wo die dann leider jetzt die Niederlage einkassiert haben. So, Heinloth ist im Moment der Stärkste bei denen. Gangkamm, also wäre mal ganz schön, wenn du jetzt mal wieder Buden machen würdest. Gerne auch mehrere gleich. Die spielen jetzt in der Woche wahrscheinlich nicht. Die spielen erst wieder, wenn wir gegen Leverkusen spielen. Wir sind Hoffe. 1899 Eieieiei. Plattenhardt ist verletzt. Der hat eine Magen-Darm-Grippe. Was hat er? Der war mal beim Chinesen gewesen oder was? Hat er sich da was eingefangen? Ja, okay, dann hat sich das ja sowieso dann erledigt für Pinola. Der läuft ja eh durch jetzt. Mendler. Was wollte ich sagen? Das Wetter haben wir wieder gesehen. Also normalerweise, es muss überall in ganz Deutschland normalerweise Hochwasser herrschen. Also so oft, wie es hier regnet. Und das ist ja unfassbar. Aber nicht schlecht, gegen die Bayern haben wir so gewonnen. Mal schauen, was wir gegen Hoffenheim. Oh, der hat natürlich eine Bombenausdauer, das kann ich mal rausnehmen. Da kann er lieber hier noch was Wichtiges machen. Ja, was Wichtiges. Er hat schon alles Wichtige. Er könnte vielleicht noch auf Schnelligkeit ein bisschen gehen. Ja. Mal schauen, was ist denn noch für einen defensiven Mittelfeldspieler. Vielleicht. Ja, Torriecher, ja, braucht er nicht unbedingt da hinten, es sei denn, er läuft mal nach vorne durch. Manndeckung kannst du nie. Da machst du nie was falsch mit. Wenn er mal auf der Außen einpacken soll. Ja. Können wir eigentlich. Taktik habe ich angepasst, hier habe ich auch. Also moralmäßig sind wir immer noch klasse dabei. Ist ja Wahnsinn. Die lassen sich überhaupt nicht hängen. Klar, ich meine, die wollen nicht ungeschl sind ungeschlagen. Was haben die auch Grund zu meckern? Ja, ich mache eine Pause. Wir sehen uns dann gleich im 3D-Spiel gegen die Offenheimer.